Im Namen der Marktmusikkapelle und unserer Juhler darf ich euch sehr, sehr herzlich hier begrüßen. Weißenbläsertreffen heißt für uns als Kapelle immer wieder bangen, hoffen, manche Entscheidungen anders zu treffen und Kompromisse einzugehen. Und so sind wir umso dankbarer, dass wir heute, obwohl wir etwas vom Fest her etwas umbauen haben müssen, dass wir aber heute hier bei schönem Wetter unser Weißenbläsertreffen starten können und möchten gemeinsam mit einer Wortgottesfeier auch für das Wetter danken. Seite. Schön, dass wir gemeinsam dieses Fest mit einer Wortgottesfeier starten können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Jesus Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns seinen Frieden. Amen. Wir hören heute wunderschöne Musik und wir hören ein anspruchsvolles Wort von Jesus. Er sagt, wir Menschen haben wirklich erkannt, dass er von Gott ausgegangen ist und wir mit ihm eins werden sollen. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das sagt er uns zu. Vollkommen, so wird sich keiner von uns fühlen. Und das ist gut so, denn wir alle sind Menschen und damit fehlerhaft. Beginnen wir diese Wortgottesfeier mit einem ehrlichen Blick auf uns selbst, auf alles, was wir aus der vergangenen Woche mitbringen. Unsere enttäuschten Erwartungen, unsere Verfehlungen und auch alles, wofür wir dankbar sind. Öffne unsere Herzen für dein Wort. Herr Jesus Christus, du bist der Weg, auf dem wir gehen. Du bist die Verheißung des Lebens inmitten aller Trauer. Christus, du bist das Ziel, auf das wir in Sehnsucht blicken. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
komme zu euch. Dann wird euer Herz sich freuen. Halleluja! 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 Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast. Denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Sagte einmal: Wahre Kunst bleibt unvergänglich. Und er spricht damit den ewigen Gott an. Gustav Mahler formuliert es anders. Er sagt, man ist sozusagen selbst nur ein Instrument, auf dem das Universum spielt. Und damit sind wir mitten im Text des Evangeliums. Wir sind beim Abschieds- und Weihegebet Jesu. Es ist wie ein Testament, das er seinen Jüngern und Jüngerinnen gibt, bevor er am Kreuz sterben wird. Man ist sozusagen selbst nur ein Instrument, auf dem das Universum spielt. Bei Jesus heißt das: Ich habe den Menschen alles von dir erzählt. Ich habe dich und deine Schöpfer und alles, was du mir gegeben hast, den Menschen gezeigt. Und sie haben erkannt. Ich bin dein Instrument und du hast deine Musik, deinen Klang durch mich zu den Menschen gebracht. Ich bin eins mit dir, damit alle eins werden mit dir, dem Allmächtigen, dem Schöpfer, Gott. In Jesu Abschiedsrede bittet er für uns alle, dass wir eins werden mit ihm und seinem Vater. Ja, er wünscht uns eine innige Verbindung zum Lebendigen, zum Ewigen, zu Gott. Und er meint, wenn wir in dieser Verbindung bleiben, dann können wir aus dem Vollen schöpfen und glücklich sein. Oft sind es nur Momente, wo wir diese Verbindung spüren, wo wir sie bewusst wahrnehmen können. In der Liturgiereform des Zweiten Vatikanums wurden 5 Zugänge zu diesem Geheimnis, zu diesem Heiligen benannt. Dazu gehört die Erfahrung von Geburt,
die Begegnung mit dem Tod, das Erleben von Kunst in allen Formen, die Liebe, der Gesang und die Musik. Das lässt sich letztlich nicht machen. Wir können die wunderbare Musik einfach nur genießen und darauf vertrauen, dass in unserem Herzen etwas berührt, dass eine Antenne sich ausstreckt zu diesem Ewigen, zum Heiligen. Es ist kein mechanischer Akt, es ist letztlich Geschenk und Gnade. Doch ein bisschen hängt es auch von mir selber ab, von meiner Bereitschaft, das Schöne sehen zu wollen. Das Schöne in der Natur, in der Kunst, in der Musik, das Schöne mit den Menschen unterwegs zu sein und mich daran zu erfreuen. Und in dieser Freude spüren wir das Glückliche. Pflege arbeiten und sich auf diese Weise für das Heil der Menschen einsetzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die durch ihr Musizieren Freude in unser Leben bringen und damit ein Stück Himmel spürbar machen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Landwirtinnen und Landwirte, die eine große Verantwortung in unserer Versorgung zum Erhalt der Schöpfung tragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in Wissenschaft und Forschung daran arbeiten, immer mehr von der Vollkommenheit unseres Daseins zu verstehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sonst keine Fürsprecher haben und sich allein und verlassen fühlen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, die in die Vollkommenheit deiner Ewigkeit eingegangen sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Viel strahlen, lachen, fröhlich sein, um dir Schwung
und Kraft zu schenken. Bau deinem Herzen Fenster ein und öffne sie ganz weit für Geräusche des Erwachens und der Lebendigkeit, um Unlust und Verdrießlichkeit aus dir zu vertreiben. Bau deinem Herzen Fenster ein, mit Blumen auf dem Fensterbrett. Sie freundlich jeden Morgen dich begrüßen und dich mit Dank erfüllen an den Schöpfer allen Lebens. Bau deinem Herzen Fenster ein, durch die du schaust bei Krankheit und im Alter, damit du auch in diesen Tagen Anteil nimmst an der Vielfalt vollen Lebens. Bau deinem Herzen Fenster ein, ohne Vorhänge und Gardinen, damit alle schauen können in dein Herz, um Freude, Trauer und auch Schmerz mit dir zu teilen. Bau deinem Herzen Fenster ein, bei der Nacht Ausweglosigkeit und Finsternis. Erleuchtet sind alle Hoffnungslichter, die allen, die im Dunkeln stehen, sagen: Hier wirst du erwartet, hier darfst du anklopfen, hier bittet man dich herein, hier darfst du ausruhen, hier kannst du verweilen, bis für dich der Tag anbricht. Bau deinem Fenster Herzen ein, zu deiner und der Menschen Freude. Seinen Segen. Gott, der uns diese wunderbare Musik durch euch spüren lässt, hören lässt, sei du mit deiner befreienden Botschaft in unserem Herzen und heilige uns. Bewahre unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib. Gott, der uns beruft, ist uns treu. Amen.
und der Segen des allgegenwärtigen liebenden Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf uns herab und bleibe bei uns alle Zeit. Amen. Sehr liebe Gäste unseres Waisenlesertreffens in Bickelbach, ich darf Sie auch ganz herzlich nochmal begrüßen bei uns. Bei Sonnenschein, ja, besser hätten wir es, glaube ich, nicht treffen können wieder. Auch wie der Walter schon gesagt hat, haben wir die letzte Woche doch ein bisschen geschwitzt, weil, ja, die Woche bisher doch ein bisschen durchwachsen war, doch ein bisschen nass war. Wir haben doch dann die eine oder andere Diskussion geführt, Walter, gell? Aber wir haben jetzt, glaube ich, ganz gute Lösung getroffen und ich denke, es steht am super schönen Tag nichts im Wege. Ja, mir bleibt nur mal zu sagen, ein wunderschöner Tag heute. Und genau, am Bergstand sowieso. Den gibt es natürlich auch wieder. Bergstand. Wenn ich das bei den Bayern sage, dass das ein Bergstand haben ist, da lachen sie, gell? Aber für uns ist es halt ein Bergstand. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Tag bei uns in Bickelbach und lassen wir es uns ein bisschen gut gehen. Hoffen wir, dass das Wetter hält und dann ist ein wunderschöner Tag nichts im Wege. Vielen Dank und ja, schönen Tag.